Was geht ab, meine Wunschkinder? Und heute kommt wieder eine neue Folge Top 5. Diesmal reden wir aber über das Thema die Semi-Autoschrotflinten. Und ich möchte bitte, dass ihr euch ganz genau den Titel anguckt. Semi-Autoschrotflinten. Semi-Auto. Ich sag das, weil beim letzten Top 5 Pump-Action-Schrotflinten-Video manche Leute gefragt haben, wieso ich nicht die Flinte von Carvera oder Valkyrie mit reingenommen habe. Also, in diesem Video geht es um die Top 5 Semi-Auto-Schrotflinten. Eingeteilt werden diese in folgende Punkte. Schaden, Munition gesamt, Magazingröße, Aufsätze, ADS, Hüftfeuer, Feuerrate, Nachladezeit und der Rückstoß. Im Wettstreit treten folgende Schrotflinten an. Die M1014 des FBI, die SRSG-12 der Russen, die Super 90 von Frost, die Spass-12 von Valkyrie, die Spass-15 von Carvera, die 612SD von Legion, die FO-12 von Ella, die ACS von Maestro und Alibi und die TCSG-12 von Kaid. Ihr habt gesagt, ich soll die Punkte mal anders verteilen auf die Top 5 und nicht im ersten Platz einen Punkt geben und den anderen keinen Punkt. Deswegen machen wir das jetzt so. Platz 1 bekommt 5 Punkte, Platz 2 4, Platz 3 3, Platz 4 2, Platz 5 bekommt einen Punkt. Also die Punkte steigen pro Platz immer ein Punkt niedriger. Platz 6, 7, 8 und 9 bekommen dann einfach keinen Punkt. Also legen wir wieder los mit dem Klassiker, dem Schaden. Von allen Schrotflinten macht die TCSG-12 von KI den ersten Platz mit 84 Schaden. Sie ist somit nicht nur Platz 1, sondern sie ist weit, weit vorne auf Platz 1 und hat sich somit schon mal 5 Punkte gesichert. Die zweitstärkste ist dann die SASG-12 der Russen mit 50 Schaden, also bekommt die SASG 4 Punkte. Dann haben wir gleich 4 mal einen Drittplatzierten, die jeweils 35 Schaden machen. Die Super 90 von Frost, die Spass-12 von Valk, die 612 von Legion und die Fostec Origin 12 von Ella. Also bekommen alle 4 Schrotflinten 3 Punkte. Auf Platz 4 dann die M1014 des FBI mit 34 Schaden. Auf Platz 5 dann die Spass-15 von Kev mit 30 Schaden. Den letzten Platz macht die ACS-12 von Maestro und Alibi. Ach ja, und bevor ihr jetzt sagt, die ACS von Maestro und Alibi ist eine Vollautomatik. Ja, stimmt, aber zu dem Pump-Action-Schrotflinten konnte ich sie nicht mit reinnehmen, also ist sie jetzt hier drinnen. Machen wir aber schnell weiter mit der Munition, also wie viel Munition insgesamt man hat. Platz 1 macht hier die ACS-12 von Maestro und Alibi mit 121 Schuss. Platz 2 macht dann die TCSG von Kaid und die Fostec Origin von Ella mit 61 Schuss. Platz 3 macht dann die SASG der Russen mit 41 Schuss. Platz 4 die Spass-15 von Kev mit 37 Schuss. Und Platz 5 macht dann die Spass-12 von Valkyrie mit 36 Schuss. Noch ist alles drin, also es sieht eigentlich ganz ausgewogen aus. Aber weiter noch mit dem Magazin. Also wer hat neben der Munition das größte Magazin? Den Anfang macht hier wieder die ACS-12 von Maestro und Alibi mit 31 Schuss. Platz 2 machen dann die SASG der Russen, die Fostec Origin von Ella und die TCSG von Kaid mit 11 Schuss insgesamt. Platz 3 machen dann die M1014 vom FBI und die Super 90 von Frost mit 8 Schuss im Magazin. Platz 4 dann die Spass-12 von Valkyrie und die Spass-15 mit 7 Schuss insgesamt. Und Platz 5 macht dann ganz am Ende die 612 von Legion und Ying mit gerade mal 6 Schuss im Magazin. Jetzt geht's weiter mit den interessanten Statistiken und wir fangen an mit der ADS-Zeit. Alle Schrotflinten haben die gleiche ADS-Zeit, bis auf die SASG-12 der Russen. Ich bin mir zu 90% sicher, dass es hier nicht mehr an den Frames liegt. Aber die ADS-Zeit der SASG liegt bei 0,13 Sekunden. Platz 1 macht also die SASG der Russen und alle anderen bekommen 4 Punkte, weil alle anderen auf dem zweiten Platz dann landen. Machen wir weiter mit dem Hüftfeuer. Hier gibt es interessanterweise nur 3 Stufen. Platz 1 und somit das beste Hüftfeuer hat die TCSG von Kaid. Platz 2 machen 5 Flinten zugleich, die SASG, die Spass-15, die 612, die Fostec Origin und die ACS. Und das schlechteste Hüftfeuer haben dann die M1014, die Super 90 und die Spass-12 von Valkyrie. Und jetzt, liebe Community, kommen wir wohl zu dem Teil, der euch am meisten interessieren wird, die Feuerrate. Es gibt interessante Unterschiede. Platz 1 macht mal wieder die TCSG von Kaid. Man kann diese fast, aber auch nur fast, so schnell triggern, wie man klicken kann. Platz 2 macht Ellas Fostec Origin. Platz 3 macht die SASG der Spetsnaz. Platz 4 macht die Spass-15 von Carvera. Und auf Platz 5 sind alle restlichen Flinten. Ja,
Auch die ACS von Maestro, denn die Feuerrate wurde tatsächlich auf die maximale Feuerrate der Semi-Autoschrotflinten angepasst. Bedeutet also, wenn ihr mit Maestro einfach nur den Trigger gedrückt haltet, wisst ihr, wie schnell die restlichen Flinten schießen könnten. Kommen wir noch zur Nachladezeit. Hier haben wir ein Problem. Es gibt Stangenmagazine und es gibt Einzellader. Beide Varianten haben ihre Vorteile. Stangenmagazine wie bei Cavera haben wohl den Vorteil, dass man in kurzer Zeit ein volles Magazin hat. Einzellader wie bei Valkyrie haben den Vorteil, in schnellen Situationen ein oder zwei Patronen nachzuladen und dann wieder feuerbereit zu sein. Bedeutet, man ist technisch gesehen schneller schussbereit. Also ich vergebe einmal unter den Stangenmagazinen einen Platz und einmal unter den Einzelladern einen Platz. Es gibt nur drei Einzelladerflinten. Die M1014 vom FBI, die Super 90 von Frost und die Spaß 12 von Valkyrie. Die schnellste Nachladezeit der Einzellader hat die Spaß 12 von Valkyrie, liegt aber auch daran, dass Valkyrie nur 7 Patronen laden kann. Dann kommt die Super 90 von Frost und Platz 3 macht die M1014 vom FBI. Bei den Stangenmagazinen belegt Platz 1 Legion mit seiner 612, Platz 2 macht Kaid mit seiner TCSG, Platz 3 macht dann Caveras Spaß 15, Platz 4 macht Ella's Fostec Origin und Platz 5 macht Kapkans SASG und Platz 6 macht Maestros ACS. Bedeutet also, die restlichen sind dann einfach nicht mehr im Ranking dabei und bekommen 0 Punkte. Ich würde jetzt gerne noch den Recoil machen, aber ich bin da immer sehr vorsichtig. Es sei denn, eine Waffe hat entweder enorm bemerkbaren Rückstoß, wie zum Beispiel Bugs C8, oder kaum bemerkbaren Rückstoß, wie Mutes MP5K. Hinzu kommt, dass es immer eine Empfindungssache ist. So habe ich zum Beispiel das Gefühl, dass die 612 von Legion den komischsten Rückstoß pro Schuss hat. Der Rückstoß ist so plötzlich, dann geht er irgendwie nach links oder rechts oben und schlägt auch noch extrem aus. Hinzu kommt, dass man manche Flinten einfach schneller klicken kann als andere und da es dann irgendwie auch drauf ankommt, ob man sich dazu entscheidet, überhaupt schneller zu klicken oder langsamer zu schießen. Also das kann ich ja dann nicht bestimmen. Deswegen bewerte ich diesen Punkt einfach nicht und wir kommen zum nächsten Punkt. Die Aufsätze. Ja, manche Flinten kann man nicht nur mit einem Laser und einem Visier bestücken, sondern auch mit einem Unterlauf oder sogar mit einem Schalldämpfer oder einem verlängerten Lauf. Platz 1 macht hier Kaid mit seiner TCSG, wer hätte es gedacht, mit 8 möglichen Visieren. Platz 2 macht Ella mit ihrer Fostec Origin auch mit 8 Aufsätzen. Kaid liegt mit seiner TCSG trotzdem auf dem ersten Platz, weil er ein ACOG aufsetzen kann. Platz 3 die SASG von den Russen mit 7 Aufsätzen. Platz 4 macht die ACS von Maestro mit 6 Aufsätzen und Platz 5 machen alle anderen Flinten, weil sie weniger Aufsätze draufschrauben können. Noch eine kleine Anmerkung am Rande. Ich habe auch die effektive Reichweite getestet für alle Semi-Auto-Schrotflinten. Und die effektive Reichweite für alle Semi-Automatik-Schrotflinten liegt bei 7,5 Metern. Kaids TCSG hat Slug-Munition, also sollte die effektive Reichweite eigentlich höher sein. Das Problem ist nur, dass Kaids TCSG einen enormen Damage-Drop-Off hat auf Distanz. Ich kann jetzt leider nicht sagen, wie hoch der Damage-Drop-Off ist, auf wie vielen Metern, aber er ist definitiv sehr, sehr stark. Also, kommen wir zum Fazit. Platz 1 macht die TCSG 12 mit 36 Punkten. Wer hätte es gedacht? Platz 2 macht Ella's Fostec Origin 12 mit 29 Punkten. Platz 3 macht die SASG der Russen mit 27 Punkten. Was ich geil finde, denn die SASG ist irgendwie meine Lieblingshalbautomatik. Platz 4 macht dann die ACS 12 von Maestro und Alibi mit 21 Punkten. Platz 5 teilen sich die 612 von Legion mit 19 Punkten und die Spaß 15 von Cavera auch mit 19 Punkten. Platz 6 macht die Spaß 12 von Valkyrie mit gerade mal 18 Punkten. Dann kommt die M1014 mit 17 Punkten und ja, auf dem letzten Platz liegt dann die Super 90 mit gerade mal 16 Punkten. Das Video war anstrengender, als ihr vielleicht glaubt. Deswegen würde ich mich freuen, falls du neu auf meinem Kanal bist, mir zu den 100.000 Abos zu helfen und vielleicht ein Like für die ganzen Mühen dazulassen. Ihr wisst, ich frage nie danach. Ich weiß, ich habe das letzte Mal nachgefragt, aber ich freue mich einfach auf die 100.000. Deswegen würde ich mich unglaublich darüber freuen. Aber das Wichtigste, welche ist eure Lieblingsschrotflinte? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Twitter, Instagram und mein Merch sind in der Beschreibung verlinkt. Wir sehen uns in den Kommentaren. Euer Jericho5.